Wie war nun das Spiel? Lok beim Anstoß von links nach rechts. Jener ganz in weißer Kleidung, ohne Blochwitz, Rock und vorerst auch noch ohne Stein. Das hier ist Sikora. Die Nummer 10, Scheidler, gebremst von dem überragenden Geißler. Der Anfang war turbulent. Lok drückte von der ersten Minute an auf Tempo. Jener versuchte es zu drosseln, um den Gastgeber aus dem Rhythmus zu bringen. Schon in der 13. Minute passierte dies. Einen weiten Diagonalflugball von Preuße nahm Vogel unbedrängt mit dem Kopf, stürzte dann unglücklich auf die Schulter. Hier diese Szene. Nach einigen Versuchen ging er mit starken Schmerzen vom Feld. Für ihn spielte dann doch Stein. Hier Sikora kam also gar nicht zu seinem Duell mit dem Nationalmannschaftslinksaußen und hatte hernach keinen direkten Gegenspieler mehr. Achtung! Preuße schlägt über den Ball. Bei Kupfers Nachschuss ließ Grapentin prallen. Löwe flitzte hinzu, etwas zu forsch vielleicht, wie wir sehen, aber zum Glück war nichts Ernsthaftes passiert, es ging weiter. Werner Kraus zu Peter Ducke, der in letzter Zeit Torgefährlichkeit vermissen lässt und viel von der rechten Flanke aus angreift. Dennoch Werner Friese unter Druck. Bei diesem Hechtsprung von Konrad Weise und in großer Manier bei diesem Scharfschuss von Rainer Schlutter. Wolfram Löwe hinein in den freien Raum, das ist seine Spezialität. Die Flanke schuf Gefahr. Erst Harald Irmscher und dann Peter Ducke klärten gemeinsam. Harald Irmscher war der stärkste Spieler im Mittelfeld. Sehr ballsicher und dribbelstark. Das sah man dann selten bei ihm, leider ein Fehlpass. Naumanns Ecke stiftete die erste große Gefahr in Jenas Strafraum. Kupfers Schuss aus spitzem Winkel schlug Preuße gerade noch von der Linie. Achtung! Wir sehen zuerst Scheidlers verunglückte Abwehr und ferner, dass Grapentin schon geschlagen war. In derselben Minute hinkte Löwe dann doch mit starken Knöchelschmerzen vom Platz. Schade, Lok hätte ihn brauchen können. Gunter Gröbner, verfolgt von Kopjoweit und dann grob gefoult. Schiedsrichter Hans Schulz zeigte zum ersten Mal die gelbe Karte, später noch dreimal für Schlutter, Strempel und Giesner. Die zweite Halbzeit begann mit diesem Kopfball von Matul, der gegen Strempel nur wenig Chancen hatte. Auf der Gegenseite ein Fernschuss von Helmut Stein, scharf, aber nicht platziert genug. Bei Kupfers Flanke, zweite Großchance für Lok durch Gröbner, der den Ball jedoch in den blauen Himmel jagt. Gröbner war überhaupt außerordentlich drangvoll und schuf die Vorarbeit für diesen Kopfball von Rainer Lisewitsch. Höchste Alarmstufe für Jena. Erstens, als Lisewitsch seinerseits Gröbner in Schussposition brachte, aber Strempel hielt unerschrocken seinen Kopf dazwischen. Zweitens, bei einer unkontrollierten Rückgabe von Preuße. Denn das hier war kein Lokspieler. Und nun Gröbners unglücklicher Moment. Unser Trick zeigt, dass er den Ball noch vor der Linie berührte. Eindeutig im Feld. Der nachfolgende Eckstoß brachte die Spielentscheidung. Irmschers Flanke köpfte Strempel im Feld stehend zurück zu Scheidler, der sofort schoss. Der Ball schlug direkt über Friese ein, war aber so scharf, dass ihn der Leipziger Torhüter auf die kurze Entfernung kaum abwehren konnte. 0:1 in der 83. Minute. Unser Taxifahrer urteilte nachher so. Ja, wissen Sie, das Spiel, das ist im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen, die wir mit Jena hatten, heute etwas fairer gewesen. Die zweite Halbzeit sollte wahrscheinlich für beide Mannschaften unbedingt den Sieg erbringen.
dass die Glücklicheren dabei in den letzten 10 Minuten jener war, das war vielleicht etwas unverdient. Es hätte in der zweiten Halbzeit zumindest 2 Tore für den Sportclub Leipzig fallen können. Sicher auch die Meinung der 20.000, aber Chancen muss man halt eben auch ausnutzen.